Ja, schön für dich. Ach, guck mal, da liegt mir was. Ich muss gleich mal gucken, wo ich überhaupt Wir modifizieren aber erstmal, wenn ich es behalte. Robuster Bolzen Z. Keine Ahnung, wo ich das herkriege. Ein raffiniertes Eisen. Silber. Habe ich auch keine Ahnung. Trainieren! Das war 75 erst, ne? Oh, Stufe 75 kriege ich nie im Leben platt, vergiss es. Stufe 40. Kriegen wir hin. Stufe 40 kriegen wir hin. Ach, das war ja die Kacke, wo ich mich kaum erholen konnte, ne? Ja, dann versuchen wir es jetzt noch. Hallo, Leute! Soll ich auch mal was machen? Ja. Boah. Kann ich die schöne Kombo gerade gar nicht machen. Fuck, Shield Break. Alter. Ist aber auch brutal, ne? Schön, dass du reinspringst gerade. Das finde ich cool von dir. Nur A. Das ist jetzt nicht so der Kracher. Wow. Offenbar hast du im Kampf eine neue Kraft erhalten. Deine Zeckkrieger sind schwer beeindruckt. Naja. Es war so. Ist schon brutal gewesen, ehrlich gesagt. Es ist schon ziemlich brutal gewesen. So, oh, da hinten haben wir nichts. Wir haben nur hier oben was. Ja. Eieiei. Haben wir denn jetzt mit 8:59? 8:59 erst? Mein Gott. Ich hab grad schon später. Ich hab wirklich auch schon später. Time to get collecting! Time to get collecting! Ich bin ja hier vorne, Leute. Ist ja nicht weit. Ah, hallo Android 8. Was möchtest du denn von mir? Jupp. Ach, da bist du das? Du bist es! Wer bist du? Was? Ach so, ich bin ein Super Saiyan. Da hast du mich wohl nicht erkannt, was? Ich sehe etwas anders aus, aber ich bin's, Son Goku. Son Goku, lange nicht gesehen. Was machst du ganz allein an einem solchen Ort? Ich sammle Feuerholz, aber normalerweise schaufle ich Schnee. Dieser Winter ist ziemlich streng, also ist es gefährlich rauszugehen. Aber mir macht die Kälte nichts, deswegen sammle ich Feuerholz. Du bist echt nett, Achter. Aber ich stecke in Schwierigkeiten. Der Computer in meinem Körper spinnt. Wenn er heil wäre, könnte ich mehr Feuerholz sammeln. Huch, vielleicht bist du einfach nur hungrig. Du solltest was essen. Nein, das reicht nicht, um mich zu reparieren. Kennst du jemanden, der mir helfen könnte? Lass mich mal überlegen. Ja, Achter fühlt sich nicht gut, aber nur wenige können einen Cyborg reparieren. Hilf ihm, jemanden zu finden, der dazu imstande ist. Hol mal. Wieso würde es mich nicht wundern, wenn es Bulma ist? Jetzt mal wirklich. Es muss Bulma sein. Ich kenne sonst keinen anderen. Ich glaube, Bulmas Vater könnte das ja schon. Ja, Bulmas Vater. Alright. Dr. Brief. Tja, ich bin zwar nicht sicher, aber ich werde ihn mal fragen.
Schön, dass wir einfach hin teleportiert werden. Muss ich nicht selber machen, finde ich gut. Das nennt sich Abkürzung im Spiel. Wieso? Time to get collecting. Ja, schön. Und was denkst du? Well, now. Also, ich habe noch nicht alle erforderlichen Daten. Wenn ich ein paar technische Dokumente über ihn hätte, könnte es was werden. Credine und die anderen haben in Dr. Giro's Labor die Entwürfe von C16, C17 und C18 gefunden. Huh? Kannst du dich nicht brauchen? C8 wurde nicht nach einem Menschen gebaut. Er ist die C16, bloß wesentlich älter. Ich bin ein sehr alter Cyborg. Alright. Dann werde ich mich mal zum Labor aufmachen. Vielleicht finde ich da ja was. Danke, Son Goku. Ja, hau rein. Hau rein, Achter, ne? Ich lasse dich jetzt hier stehen und bin für immer weg. Ladezeiten wieder. Ich mag die Nebenmission jetzt schon nicht, ne? Weil es ist einfach nur Ladezeit, 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 Ladezeit. Nichts anderes, nichts anderes. Es nervt. Es nervt komplett. Eieiei. Wenn er wenigstens mal etwas länger wird. Also Sequenzen, ey. Aber nach 3 Sekunden gespielt. Oh. Eine Erinnerung. Achter in der Klemme. Nachdem Son Goku den Muskelturm der... Oh, jetzt hau ich mir das Mikrofon gegen den Kopf, weil ich am Katzenbar am Kopf, ey. Ja. Nachdem Son Goku den Muskelturm der Red Ribbon Armee zerstört hat, genau, Son Goku, kehrt er mit seinem neuen Freund Cyborg 8, C8, den er Achter nennt, zum Dorf zurück. Son Goku und Zuno besuchen den am Dorfrand wohnenden Dr. Flappe, um herauszufinden, ob er die Bombe aus Achter entfernen kann. Und das schafft er tatsächlich auch. Sonst würde Achter heute nicht mehr leben. So, ich mache nämlich jetzt noch die ganzen Nebenmissionen und dann will ich nämlich gegen Freeze antreten. Das sieht nach dem Labor aus. Gut, ich sollte mit der Suche loslegen. Ach so. Ach, guck mal. Das ist kompletter Schrott. Oh. Okay. Da haben wir noch was. Da waren hier vorne noch was da. Damit kann ich, glaube ich, nichts anfangen. Was? Immer noch nicht? Mann, was für ein Chaos. Da kann ich ja ewig so und vielleicht sollte ich die Sache verschieben. In der Stadt erzählt man sich, dass man im westlichen Bereich voller Mineralien finden kann. Komm, mach dich auf den Weg, bevor alles weg ist. Okay. Okay. Hä? Okay. Ah! Da ist noch eins. Ah. What's this? Was ist das? Alarm, Eindringling. Was zur... Ist das irgendein Laborroboter? Töten, töten. Ich weiß zwar nicht, was du bist, aber wenn du dich mit mir anlegen willst, komm, dann mach ich dich platt. Das war jetzt gerade kompletter Freestyle. Du heilst hier diesen Scheiß in. Verpiss dich, Alter. Heilung gibt's hier nicht. Die Heiler werden eigentlich immer zuerst platt gemacht. Grundsätzlich. Jo, alles klar, Son Gohan. Läuft bei dir. Puh.
damit wäre der Roboter erledigt. Was habe ich da vorhin aufgesammelt? Es ist zwar etwas angekugelt, sieht aber nach einer alten Akte aus. Mal sehen, was da steht. C16. Dr. Gero nachempfunden. Was ist das? Und was steht auf der anderen Seite? Hey, Volltreffer! C8! Ich kann zwar nicht entziffern, aber das muss das sein, wonach wir suchen. Ich zeige das lieber Dr. Breeze. Heile werden zuerst gemacht. Erzähl das mal den Redbossen in WoW. Ja, stimmt. In WoW werden die Heiler nie zuerst gemacht. Sei es in Raids, sei es in PvP oder sonst irgendwo. Es wird immer erst die DDs fokussiert. Immer. Oh, grundsätzlich auch die Tanks natürlich. Ne? Warum das immer so ist, keine Ahnung. Verstehe ich auch nicht. Deswegen habe ich ein schönes Add-on untergeladen, womit ich das sehe. Oh, du hast mir Dokumente mitgebracht. Und, kannst du damit 8er reparieren? Ja, müsste ich. Komm mit C8. Okay, ich komme zurück, Son Goku. Klar noch, Kumpel. Dank der Dokumente, die Son Goku gefunden hat, konnte C8 repariert werden. Seh dich mal an. Sie ist schon viel besser aus 8er. Ja, ich bin so gut wie neu. Dieser Dr. Gero war wirklich ein Genie. Er hat vor fast 20 Jahren schon einen so eindrucksvollen Cyborg wie C8 erschaffen. Aber der Doktor hat mir gesagt, ich sei ein Fehler. Was soll an dir bitte ein Fehler sein? Es muss da irgendwelche besonderen Kriterien für seine Schöpfung gehabt haben. Aber ich bin froh, dass ich ein Fehler bin, sonst wären wir keine Freunde geworden. Ich freue mich auch, dass wir Freunde geworden sind, Achter. Du hast mir im Muskelturm sehr geholfen. Hier, ich bring dich hin. Okay, danke. Frosch im Hals, ey. Oh, das Schlimme ist, ich warte heute die ganze Zeit jetzt auf eine E-Mail. Eine scheiß E-Mail, ey. See ya. Bis dann, Achter. Tschüss, Son Goku. Tschüss, wird mit Doppel-S geschrieben. So, kurze Frage. Warum musst du jetzt für dieses Zwischensequenz eine so lange Ladezeit her? Warum? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Hey, ich bring dich zurück. Zack, Ladezeit. Warum? Die Bosse sehen eigentlich alle, dass sie auf die Tanks draufhauen und die einfach niemals sterben, weil die Heiler im Hintergrund stehen und entscheiden sich dafür, weiter auf die Tanks draufzuhauen. IQ von over 9000. Das ist eigentlich so dumm, ne? Aber das ist auch ein PvP. Ganz ehrlich, ich sehe, dass hinten die Heiler stehen und alles hochheilen. Ich bin gerade zu falschen Ort geflogen, ich Idiot. Das ist wirklich auch ein PvP so. Man sieht, dass die Heiler im Hintergrund stehen und heilen. Nein, man muss natürlich auf die vorderste Front draufhauen, wo die Tanks stehen. Ist im PvP genau der gleiche Shit. Ey, warum kriege ich ihn nicht platt? Der wird ständig hochgeheilt. Es sei denn, ich kämpfe gegen den DK. Die heilen sich sowieso ständig permanent ohne Ende hoch. Die gehen einfach nicht down, die Wichser. Wo kann ich jetzt doch hingehen? Nee. Ich muss als Son Gohan sein, ne? Ja. Okay, ich muss wirklich Son Gohan sein. Ich komme sonst hier nicht durch. So, noch die letzte Nebenmission und dann kann ich mit aller Voraussicht mal gegen Freezer antreten. Ach nee, da muss ich noch ein bisschen trainieren. Haben wir hier gleich irgendwo einen Trainingsplatz? Müsste aber eigentlich. Überall sind Trainingsplätze. Oh. Mein Kopfhaut ist immer noch vom Fern angegriffen. Oh. Die juckt und juckt, die hört nicht auf, ey. Ich glaube, ich muss jetzt endlich mal zum Arzt nochmal nachfragen, warum das so ist gerade bei mir. Das ist ja echt schlimm. Hallo, du Lustmeut. Aber wir gucken mal eben kurz hier. Genki-Dama EX? What? Hm.
Machen wir doch direkt, ne? Ich hab zwar nicht den richtigen getroffen, aber fand ich auch gut. Ja, genau. Die Gelenke kann man mehr. Läuft bei dir Son Goku. Ach komm. Ja, da ist sie, da ist sie, da ist sie, da ist sie. Hau ab, hau ab, hau ab. Da war sie gerade. Alles stimmt. Ja. Und ich habe mir natürlich erstmal die Stärksten rausgesucht, die meisten Leben. Ich bin so ein Idiot, ne? Du Sack, Alter. Ich hab zum Glück noch genug zum Heilen. Nice, Nummer 1 knapp. Ich muss mir, glaube ich, mal neue Tränke besorgen. Heilen, 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 heilen. Ganz schön, ganz schön, ganz schön, ganz schön. Der kann ja auch sein. Was? Wieso hat er abgebrochen? Das habe ich gerade auch nicht so verstanden. So, so, ne Mann. Komm mal ran hier. Oh. Ui. Du Sack, Alter. Meinst du, hast du eine Chance gegen mich, so, ne Mann? Nee, komm, die machen wir ohne. Die machen wir auf altmodische Art und Weise platt. Ich glaube, die gegen Dama könnte gegen Freezer echt gut sein gleich. Hui, du Arsch! Let's move in nochmal richtig gedodged. Ultimativ. Oh, muss gleich mal lernen. Mächtige aufeinanderfolgende Nahkampfangriffe mit hohem normalen Abwehrbrecherschaden. Nice. Das müssen wir gleich auch noch lernen, ey. Gegen dreimal Son Goku. Die aber nur Stufe 40 sind.
What? Das war ein Shield Break. Schön, dass ich komplett verfehle. Weg. Das ist gegen Sauber gewesen. Ich auch. Ja, die waren ja auch ein paar Schüsse im Tunnel, deswegen war das komplett einfach. Ja, aber auch. Nice.